Seit Wochen, wenn nicht gar seit Monaten, warten die Aktienmärkte jetzt auf den Stimulus, den US-Stimulus von der Politik. Und bisher kam er nicht und kam er nicht und kam er nicht. Und jetzt scheint er unmittelbar bevorzustehen. Und was passiert? Gar nicht so viel. Die US-Indizes gemischt. Dow Jones leicht im Minus, Russell 2000 leicht im Minus, Nasdaq leicht im Plus, S&P leicht im Plus. Also es ist natürlich schon ein Stück weit eingepreist, um es mal vorsichtig zu formulieren, aufgrund der massiven Anstiege, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Interessant ist, dass heute der DAX ausnahmsweise mal steigt. Wir schauen uns im Vorfeld der FED-Entscheidung jetzt mal die zentralen Dinge an, die heute der Fall waren. Zunächst ist man nach oben gegangen, als diese Meldung kam. Ja, Stimulus, das wird jetzt wahrscheinlicher, das wird näher rücken. Schon heute war dann die Meldung, oder war die Meldung, war, ja, das dürfte heute schon stehen wahrscheinlich. Kleiner Freudensprung, aber dann ist es gleich wieder ein bisschen runtergegangen in der Summe. Also nicht viel passiert. Und das war der ausschlaggebende Tweet von Jake Sherman. Der sagt hier, diese Hill Negotiators, also die Verhandler hier, die sind praktisch kurz davor, diesen 900 Milliarden Stimulus Rescue Package zu machen. Und das Problem ist, dass dabei ausgeklammert sind eben diese State und Local Aids, also die Gelder für Bundesstaaten, für US-Bundesstaaten und für Lokalverwaltungen. Das hat man jetzt erstmal rausgenommen, um noch vor Weihnachten irgendwas auf die Beine zu bekommen. Wie wird das Ganze ausschauen? Zunächst mal muss man eine sogenannte Omnibus-Bill verabschieden. Das ist also praktisch ein Rahmenwerk, eine Rahmenbill, kann man sagen. Von der ausgeht erst dann dieses Covid-Package kommen kann. Und das wird vielleicht auch gar nicht so einfach. Wir haben es ja hier damit erstmal zu tun, dass hier Vertreter der Demokraten mit den Vertretern der US-Republikaner verhandeln. Das heißt aber nicht, dass da alle zustimmen. Da gibt es manche, die schon gesagt haben, naja, ich werde da wahrscheinlich nicht zustimmen, aber mal sehen, ob es reicht. Jedenfalls ist hier natürlich, steht vieles auf dem Spiel und man will das Ganze vor Weihnachten noch durchbringen, aber es könnte sein, dass das Ganze sich eben bis Freitag noch zieht. Also mit heute dürfte das sehr, sehr eng werden, vielleicht Freitag. Und wichtig ist vor allem für die Wall Street auch, was ist denn da eigentlich drin in Sachen Stimulus für die Main Street, also für die normalen Amerikaner. Und es sieht so aus, als wären Schecks von 600 bis 700 Dollar. Also nicht die 1200, die wir schon gesehen hatten damals bei der ersten Corona-Welle im Frühling. Also es ist deutlich weniger, aber es wird gebraucht werden, denn wir haben heute gesehen, die Einzelhandelsumsätze aus den USA sehr, sehr schwach mit minus 1,1%, war eigentlich nur minus 0,3% erwartet. Und vor allem auch der Vormonat ist runterrevidiert worden von plus 0,3 auf jetzt minus 0,1, sodass wir jetzt faktisch zwei Monate in Folge rückläufige Einzelhandelsumsätze haben. Und der Konsum, der ist so wichtig, der ist praktisch so viel wie das gesamte BIP Chinas in Dollar berechnet, also der Konsum der Amerikaner nämlich. Dementsprechend ist das zentral, damit die US-Wirtschaft nicht absäuft, dass man eben diese Stimulus-Schecks an die Amerikaner schickt, damit sie mal wieder richtig konsumieren. Und es ist eben so, dass seit diese erste Runde von Stimulus-Schecks jetzt nicht mehr der Fall ist, das ist seit August nicht mehr der Fall, sind weitere 8 Millionen Amerikaner into poverty gefallen, also sind in Armut gefallen, sind unter die Armutsgrenze gefallen. Das ist der schnellste Anstieg in den letzten 60 Jahren. Also man kann verstehen, dass da eine gewisse Eile jetzt der Fall ist, dass da was getan werden muss. Und jetzt wenden wir den Blick mal nach Europa. Da ist die Situation ganz anders. Wir hatten heute die deutschen Einkaufsmanager-Indizes und die waren völlig überraschend, sowohl beim Gewerbe, aber vor allem auch bei der Dienstleistung, die ja so stark betroffen ist durch den harten Lockdown, besser als im Vormonat. Ich weiß nicht, was diese Einkaufsmanager rauchen. Jedenfalls weiß ich, dass ich das auch gerne hätte, das Zeug. Also es ist schon sehr, sehr erstaunlich, denn wir wissen ja nicht, wie lange wird dieser Lockdown, dieser totale Lockdown oder dieser harte Lockdown, wie lange wird der denn der Fall sein? Dementsprechend ist das schon eine durchaus optimistische Geschichte. Auffallend war das Market, das diese Daten ja erhebt, gesagt hat, ja, wir sehen stark steigende Preise. Und das kann ich aus meinem privaten Umfeld bestätigen. Ich habe heute gesprochen mit einer Managerin von Schenker, mittleres Management, die hat mir heute erzählt, ja, normalerweise Standardcontainer von Asien nach Europa, 2000 Dollar muss man dafür bezahlen. Jetzt werden Preise von 10.000 Dollar standardmäßig gezahlt und es werden jetzt auch schon die ersten Container
für 12.000 Dollar verkauft, also der Transport von Asien eben nach Europa. Die Preise schießen massiv durch die Decke aktuell, wie es aussieht. Und das könnte bedeuten, dass natürlich hier dann auch die Verbraucherpreise in Deutschland steigen, wenn nämlich diejenigen, die diese Kosten haben, eben diese Kosten an die Verbraucher weitergeben. Schauen wir mal, was das passiert. Ich habe ja immer gesagt, naja, ich gehe nicht davon aus, dass wir so schnell Inflation sehen. Jetzt kommt aber der zweite Lockdown mit Lieferengpässen offenkundig, mit Verteuerungen von einigen Dingen. Also das wird jetzt eine spannende Geschichte, zumal ja auch dann die Mehrwertsteuer wieder steigt in Deutschland und auch die Abgaben für Benzin steigen werden aufgrund der Steuerpolitik. Jetzt haben wir Marcel Fratscher, mein Liebling Marcel, ein großartiger Ökonom und jemand, der sehr, sehr gerne in die EZB möchte. Das hat er mehrfach durchblicken lassen, lobt immer wieder die EZB. Das hat sie sehr gut gemacht, die EZB. Geld wollt ihr mich nehmen? Ich würde nämlich gerne mitmachen bei euch. Der war ja schon mal im Gespräch, dass er vielleicht sogar EZB-Vorsitzender werden könnte. Das dürfte aber nicht mehr der Fall sein. Inshallah, wir werden sehen. Jedenfalls sagt Marcel Fratscher, meine Sorge ist nicht, dass der Staat zu viel Geld ausgibt, sondern zu wenig. Genau, Marcel, wir müssen es machen wie die Amerikaner. Gell, pumpen, 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 das ist ja unbedingt erforderlich. Gell, wir retten alles. Da ist überhaupt kein Problem. Jetzt sagt der Marcel, schau her, der Bund, also Deutschland hat 2019 nur 11,9 Milliarden an Zinsen bezahlt. Entsprechend 0,3% des BIPs. Sie wissen ja, lange Laufzeiten oder bis zu einer gewissen Laufzeit sind die deutschen Staatsanleihen inzwischen negativ rentierend. Das heißt, die Investoren zahlen in Deutschland sogar noch Zinsen, wenn sie deren Schulden kaufen. Dass Deutschland überhaupt noch was bezahlt, liegt daran, dass da eben noch ältere Anleihen im Umlauf sind, die eben noch eine höhere Verzinsung haben. Würde das Ganze jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gemessen, dann würde Deutschland sogar mit dieser Schuldenmacherei eben konstant Geld verdienen. Also er sagt, guckst du, die Zinsen, die Deutschland zahlen muss, ist doch kein Problem. Also lass uns doch hier einfach die Gießkanne nehmen und schütten, 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 schütten. Jetzt sagt Gabriel Felbermeier, das ist der Leiter des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Was sind Verwerfungen, Fehlallokationen? Was ist das, wenn Liquiditätshilfen marode Unternehmen künstlich am Markt halten, verschleppt dies notwendige Strukturreformen und hindert die gesunden Unternehmen beim zukünftigen Aufschwung? Ich finde, nach fast einem Jahr Krise sollten wir umsteuern. Das ist genau der Punkt. Wir schaffen ja jede Menge Zombie-Unternehmen, die normalerweise schon längst weg wären vom Fenster. Und diese Zombie-Unternehmen, die binden einerseits Kapital und die binden auch Humankapital, wie man so schön sagt. Also Menschen, die statt in produktiveren Unternehmen zu arbeiten, dann eben in Unternehmen arbeiten, die nicht wirklich produktiv sind, die eigentlich kein Mensch mehr braucht, die am Markt eigentlich keine wirkliche Rolle mehr spielen. Und das genau ist ja das Problem, dass wir uns schaffen, dass wir letztendlich wie bei einem Teich, dem immer mehr der Sauerstoff entzogen wird, nämlich Produktivität, dass dieser Teich irgendwann kippt und dann wird die ganze Geschichte schwieriger. Jedenfalls kostet uns das jede Menge zukünftiges Wachstum. Das sollte man nicht vergessen. Und heute, interessant, die Amerikaner haben gesagt, Schweiz und Vietnam sind Währungsmanipulatoren. Man hat auch Deutschland im Fokus. Da ist Deutschland mit China, Japan und anderen auf der Watchlist. Aber Frankreich zum Beispiel nicht, obwohl die ja nach meiner Auffassung dieselbe Währungspolitik haben, eben durch die EZB, also so ein bisschen unschlüssig. Und Schweiz und Vietnam jedenfalls sind jetzt am Pranger hier. Und dann hat die SNB, die Schweizer Nationalbank, ganz super gesagt, naja, wir manipulieren unsere Währung nicht, wir intervenieren nur. Ja, das ist der Schweizer Dialektik, gell? Wir manipulieren nicht, wir intervenieren. Das ist also großartig. Da muss man sagen, das ist eine Form des Humors, die ist wirklich absolute Weltklasse. Kommen wir noch zu den Märkten, kommen wir zur aktuellen Euphorie, die ist jetzt höher laut dem City Panic Euphoria Model als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Kann nichts passieren, wir werden großartige wirtschaftliche Entwicklungen haben, das ist 100% eingepreist und offenkundig sind die Einkaufsmanager auch schon eben auf diesen Zug aufgefahren. Das ist wahrscheinlich dann einfach nur die Qualität der Droge, die dann über die Wirklichkeitswahrnehmung entscheidet. Und wir haben jetzt auch noch das Thema Tesla. Tesla ist ja jetzt mit knapp über 600 Milliarden Dollar so viel wert oder mehr wert als die nächsten fünf Autohersteller, die nächsten fünf größten Autohersteller der Welt. Also Toyota, Volkswagen und wie sie alle heißen.
Jetzt sagen natürlich die Anhänger der Religionsgemeinschaft Tesla, sagen, ja, ist ja kein Autobauer, gell? Ist ja Technologiekonzern, Software und so weiter. Ne? Nur man muss halt irgendwann auch mal mit Software Geld verdienen, darf ich sagen. Und das tut man halt leider nicht, mit Ausnahme dieser Emissionsrechte, die man da verkauft. Also mir ist egal, wer mit was man Geld verdient, aber es wäre schon mal schick, irgendwann Geld zu verdienen. Und Tesla ist ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Markt. Also das ist natürlich eine Argumentation. Und jetzt gehen die natürlich wieder auf die Barrikaden. Und keine Ahnung von Tesla. Ne? Also totales Zukunftsunternehmen, da kannst du die anderen auch vergessen. Ne? Ne? Oh, 100%. Ne? Ich bin sicher, dass Tesla dann 100% Marktanteil hat am Markt für Elektrofahrzeuge. By the way, kürzlich einen interessanten Artikel im Fokus gelesen, eines Kenners der Materie, der sagt, wenn wir wirklich diese Durchdringung von Elektrofahrzeugen hätten und gleichzeitig aus der Atomenergie ausgestiegen sind und die Kohlekraft jetzt systematisch auch abschalten, wie sollen die Dinger dann fahren, weil wir nicht genug Strom produzieren? Aber das sind natürlich Aspekte, die sind ein bisschen zu rational, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir uns noch den S&P 500 an, den Leitindex der Welt. Sind wir über 92%. Die Aktien sind jetzt über ihrer 200-Tages-Linie. Wir sehen allerdings im RSI eine gewisse negative Divergenz, aber wir haben jetzt natürlich eine Situation, dass der Dezember relativ ruhig ist. Hier ist mal die Handelsrange des Dow Jones und da sehen wir, wir haben bis jetzt im Dezember, der ja jetzt zur Hälfte rum ist, 727 Punkte Range gehabt, also von dem höchsten Stand in diesem Monat bis zum tiefsten Stand. Das ist die niedrigste Differenz seit Januar. Wenn wir uns hier mal den März anschauen, dann waren es weit über 8000 Punkte, also das war eine andere Hausnummer. Und vielleicht wird es jetzt nochmal volatil. Wir haben ja am Freitag nicht nur den großen Verfall, Optionen, Futures etc., sondern wir haben dann eben auch jetzt vorausstehend die Integration von Tesla in den S&P 500. Und Tesla bringt eben 600 Milliarden an Marktkapitalisierung mit, wäre dann so um und bei 1,5% des gesamten S&P 500. Und da die Aktie, die rausfliegt zugunsten von Tesla, nur 6 Milliarden auf die Waage bringt, also um und bei 1/100, muss man eben dann eben andere Anteile auch reduzieren, zum Beispiel von Apple, von Amazon. Ob das schon im Vorfeld passiert, wie manche meinen, oder ob das regulatorisch gar nicht möglich ist, das ist noch eine offene Frage, die ich noch nicht klären konnte. Also möglicherweise gibt es da Volatilität am Freitag, nicht nur wegen des Verfalls, der vielleicht schon überwiegend abgefrühstückt ist, aber eben auch wegen Tesla, das werden wir sehen. Und wir haben heute Abend La Fette. Da gibt es die wirklich guten Drogen für die Wall Street, aber die Frage ist, was wird die Fed jetzt noch machen, wenn jetzt dieser Stimulus, naja, sehr wahrscheinlich ist, dass er bald kommt, dann muss die Fed eigentlich nicht noch weitere Maßnahmen ergreifen, so könnte man vermuten, aber wir werden sehen, was Jerome Powell sagt, der ja selber ein dickes Aktienportfolio hat und eben von Anstiegen der Aktienmärkte profitiert. Wir sehen hier, wie er ein paar Drogen gegen gutes Geld der Wall Street verkauft. Ich werde um 20 Uhr bei finanzmarktwelt.de das Statement der Fed veröffentlichen, die Entscheidung der Fed veröffentlichen und dann um 20:30 ist ja die Pressekonferenz von Jerome Powell. Da werde ich Live-Kommentare dazu machen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie da dabei wären. Deswegen sage ich hoffentlich bis später. Servus und ciao.